Willkommen bei Bildner TV. Wir möchten euch heute ein weiteres Smartphone vorstellen, und zwar das Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Was es alles kann und was es für den Preis um die 200 Euro euch zu bieten hat, das seht ihr jetzt gleich. Hallo, ich bin der Andi von Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ja, und wir schauen heute mal, was es so auf dem Tisch gibt. Und zwar, wir haben hier Hirse oder kleinen Reis. Nein, wir haben hier ein Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Und Xiaomi heißt, ja, Wikipedia sei Dank, kleiner Reis oder einfach nur Hirse. Ich finde das ganz nett, diesen Namen. Und ja, die haben ein Handy, ein Smartphone in der Preisklasse von um die 200 Euro, nämlich das Note 9 Pro. Ja, was es alles kann und was es euch zu bieten hat, das wollen wir uns jetzt eben anschauen. Und falls ihr schon Besitzer dieses Smartphones seid oder vorhabt, es euch zu kaufen, dann denkt auch gleich daran, euch die richtige Anleitung dafür zu besorgen. Und zwar Xiaomi Redmi Note 9, 9 Pro, 9S für Einsteiger ohne Vorkenntnisse. Also ihr seht, dieses Buch behandelt auch die kleineren Brüder, nämlich das Note 9 und das Note 9S. Übrigens werde ich in einem späteren Video alle dreimal miteinander vergleichen und euch da vielleicht Tipps geben, für wen das günstigere oder das etwas teurere Handy vielleicht etwas ist. Ja, aber jetzt wenden wir uns erstmal dem Note 9 Pro zu. Ja, schauen wir uns mal an, was kriegen wir eigentlich alles. Also erstmal, ihr könnt das Smartphone in drei verschiedenen Farben bekommen, nämlich in Weiß, in Grau und in einem Cyan. Sie nennen es tropisches Grün. Ja, und wir haben das tropische Grün, eine sehr nette Farbe, wie ich finde. Und das hier ist die Packung. Und wir wollen jetzt mal schauen, was ihr da eigentlich alles drin findet. So, machen wir es mal auf. So, da hätten wir einmal eine Hülle. So, jetzt seht ihr es ein bisschen besser. Haben wir einmal eine Hülle und in dieser Hülle habt ihr hier den PIN, mit dem ihr an eure SIM-Karten kommt. Und, was ich sehr gut finde, ihr habt in dieser Hülle neben den typischen Anleitungen, habt ihr hier auch eine Schutzhülle mitgeliefert aus Silikon. Das ist bei weitem nicht bei jedem Smartphone der Fall. Deswegen finde ich das eine nette Dreingabe. Dann haben wir hier natürlich das Smartphone. Das schauen wir uns ja gleich näher an. Ja. Und dann haben wir noch das Ladegerät samt Kabel. Und das Kabel selber ist ein USB-C-Anschluss auf USB. Ja, das bekommt ihr alles im Lieferumfang. Was noch erwähnenswert ist, dass auch bereits eine Schutzfolie für das Display auf dem Handy bereits vormontiert ist. Also Schutzhülle dabei, Schutzfolie für das Display bereits mit dabei. Eigentlich sehr lobenswert zu erwähnen. Ja, was nicht mit dabei ist, was auch manche Hersteller in der Preiskategorie bereits mitliefern, sind Kopfhörer. Das finde ich jetzt aber nicht weiter schlimm, denn wer Kopfhörer verwenden möchte, der kauft sich meistens sowieso bessere Qualität an Kopfhörern. Deswegen ist es nicht weiter schlimm, dass die nicht mitgeliefert werden. Ja, dann gehen wir doch mal zum Smartphone selber. So. Das Smartphone selber ist relativ groß, denn es hat ein 6,6 Zoll Display. Es ist relativ schwer im Vergleich zu anderen Smartphones dieser Größe. Das liegt aber wohl am sehr umfangreichen Akku, der mitgeliefert ist. Außerdem hat es ein, sag ich mal, für die Preisklasse wertiges Gehäuse. Das ist ein Aluminiumgehäuse, also kein, sag ich mal, billiges Plastik, sondern schon Aluminium. Die Anschlüsse selber, da können wir mal näher ranzoomen, haben wir auf der Unterseite. Schauen wir mal, ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Da habt ihr einmal hier einen Klinkenstecker
wo ihr Kopfhörer anstecken könnt. Auf das wird ja heutzutage auch schon häufig verzichtet. Also ihr könnt immer noch Kopfhörer mit Kabelverbindung anstecken. Und dann habt ihr hier den USB-C-Anschluss für den Anschluss ans Ladegerät oder auch an einen PC, wenn ihr das möchtet. Daneben haben wir hier das Mikrofon. Und auf der Oberseite, weiß ich nicht, ob ihr das jetzt hier schön sehen könnt, da sieht man hier so ein kleines Loch. Das ist ein Infrarotsender. Damit könnt ihr ja zum Beispiel euren Fernseher oder DVD-Player fernsteuern, wenn ihr das möchtet. Auch das ist nicht unbedingt in dieser Preiskategorie in jedem Smartphone mit dabei. Also auch das erwähnenswert. Dann schauen wir uns noch an, was haben wir an der Seite? Ja, wir haben die typischen Schalter, also Einschalter, Lautstärkeregelung und der Ein-Ausschalter ist zugleich ein Fingerabdrucksensor. Der funktioniert sehr zuverlässig. Viele haben ihn hier an dieser Stelle, da ist er mir persönlich auch am liebsten, weil ich so gewohnt bin. Er hat ihn im Ein-Ausschaltknopf integriert, nämlich hier. Also, was da natürlich praktisch ist, wenn ich ein- und ausschalten möchte, und ich drücke, dann kann ich hier auch gleich mit dem Finger drüber fahren und der Sensor wird aktiviert. Ja, der Prozessor, da werkelt eigentlich schon ein ja, typischer Mittelklasse-Prozessor drin, ein Snapdragon 720G. Von seiner Leistung her ist der mehr als ausreichend für diese Preisklasse. Also damit lassen sich auch schon gut Spiele spielen, was ja auch in dieser Preisklasse nicht unbedingt immer möglich ist. Speicher habt ihr satte 6 GB. Auch das ist schon, sage ich mal, die obere Grenze in dieser Preiskategorie. Also auch da ist das Smartphone sehr gut ausgestattet. Ihr habt zwei Speichervarianten, nämlich einmal mit 64 GB und einmal für 128 GB. Der Preisunterschied beträgt, naja, ungefähr 25 Euro. Und ihr könnt den Speicher jederzeit erweitern, denn ihr habt auch noch einen SD-Kartenslot. Das heißt, ihr könnt eine Speicherkarte reinstecken mit bis zu 512 GB. Zu den Verbindungsmöglichkeiten, auch da haben wir eigentlich alles, was wir uns wünschen können. Wir haben natürlich eine normale LTE-Verbindung, 4G. Was es noch nicht hat, ist 5G, aber auch das findet man eigentlich in dieser Preiskategorie noch nicht. Wir können uns mit Wi-Fi, also mit WLAN, verbinden. Auch da haben wir alle zurzeit gängigen Standards, außer dem allerneuesten, der ist noch nicht vertreten. Aber auch das ist verschmerzbar. Dann, wir haben Bluetooth und wir haben eine Infrarot-Verbindung. Also wir können unser Smartphone als Fernsteuerung hernehmen. Und wir haben auch einen NFC-Chip, also für die Near Field Communication. Das heißt, wir können auch Google Pay verwenden, wenn wir also mit unserem Smartphone irgendwo an der Kasse bezahlen wollen. Das funktioniert auch mit diesem Smartphone. Ja, und dann natürlich GPS und es verwendet auch das russische GLONASS und das chinesische Baidu-System. Also da könnten wir auch unsere Positionsdaten bestimmen lassen. Zum Display. Das Display selber, da hat man ein ganz klein bisschen gespart. Also irgendwo muss ja auch der Preis zustande kommen. Es ist ein IPS-Display und hat mit 6,6 Zoll eine ja schon ganz ansehnliche Größe. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt nicht die kleinsten Hände, aber man sieht, auch für meine Hände ist es jetzt schon relativ groß. Es hat schöne natürliche Farben und die Helligkeit ist, würde ich sagen, ausreichend. Auf alle Fälle im Indoor-Bereich bietet es schöne Farben und eine schöne Helligkeit. Draußen im Freien merkt man, ist das Display etwas matt, manchmal ein bisschen schwieriger zu lesen. Das macht eben das IPS-Display, aber über das kann man hinwegsehen bei der sonst eigentlich sehr, sehr tollen Ausstattung. Ja, auch die Auflösung 1080x2400, das heißt, wir haben fast 400 dpi, also die Auflösung, die Schärfe ist eigentlich auch sehr gut, vor allem, wie gesagt, für diese Preiskategorie um die 200 Euro. Dann der Akku, ja, der Akku ist ein bisschen was über 5000 mAh Akku. Das reicht, wenn ihr zum Beispiel Video schaut für so 14,5 Stunden. Und ich würde mal sagen, selbst für einen Smartphone-Vielbenutzer schafft man es eigentlich locker,
so 1-1,5 Tage das Smartphone zu benutzen. Kommen wir zum letzten, der Kamera. Das ist ja meistens das, wo bei den günstigeren Smartphones gespart wird. Aber auch hier will Xiaomi auftrumpfen. Wir haben eine 64-Megapixel-Kamera. Ich schalte mal schnell auf die offizielle Seite von Xiaomi. Da seht ihr nämlich auch das Bild schöner im Hintergrund, als wenn ich es hier in die Kamera halte. Also ihr seht, wir haben hier vier Kameras. Wir haben eine Frontkamera mit 64 Megapixel. Dann haben wir einen Weitwinkel mit 8 Megapixel, eine Makrokamera mit 5 und wir haben noch einen Tiefensensor. Die Bilder von der Hauptkamera werden untertags sehr schön. Also bei guter Ausleuchtung, auch im Inneren, machen die eigentlich wirklich, finde ich, schöne Fotos, sodass man auch wirklich, man sagt, ich habe ein Urlaubsfoto, das ich mir vielleicht mal ausdrucken und um die Wand hängen möchte. Auch das kriegt man damit schon durchaus zustande. Wo sie dann ein bisschen schwächelt, ist bei Nachtaufnahmen. Allerdings habe ich festgestellt, wenn ihr das Ganze auflegt, also sprich nicht in der Hand haltet und jetzt einfach so versucht zu knipsen, sondern wirklich irgendwo das stabil irgendwo hinsetzen könnt, so dass es ruhig steht, dann werden die Aufnahmen auch gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, in der Hand gehalten werden die Aufnahmen teilweise doch schon sehr pixelig und verwaschen. Aber wie gesagt, bei dieser Preiskategorie, finde ich, ist es eine der besseren Kameras, die da wirklich mitgeliefert wird, mit der man auch wirklich schon schöne Fotos machen kann. Ja, als Fazit, ihr bekommt die 64 Gigabyte Variante zurzeit schon für unter 200 Euro, die 128 Gigabyte Variante für etwa 220 Euro. Ja, und dafür finde ich das eigentlich ein sehr, sehr gutes Smartphone. Also das, was Xiaomi da alles reingepackt hat, kann sich schon sehen lassen. Die paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Kamera bei Nachtaufnahmen, die kann ich da verschmerzen, denn ich denke, wer so etwas aufnehmen möchte, der wird sich kein Smartphone im Bereich 200 bis 300 Euro kaufen, sondern der wird da schon deutlich mehr dafür ausgeben. Und alle anderen vergleichbaren Modelle bieten da jetzt auch nicht unbedingt eine deutlich bessere Kamera. Also alles in allem, wer ein Smartphone für um die 200 Euro sucht, ist damit eigentlich gut bedient. Habt ihr Fragen dazu, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Apropos Kommentare, denkt dran, wenn ihr einen Kommentar da lasst, dann nehmt ihr automatisch bei unserem wöchentlichen Gewinnspiel teil. Gewinnen könnt ihr ein Buch aus unserem Bildner Verlagsprogramm. Vielleicht ja sogar das Buch zu Redmi Note 9 Pro. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Und abonniert uns, denn dann verpassen wir uns garantiert nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video bei Bildner TV. Ciao.